In Feldbach wird ein Kapitel Wirtschaftsgeschichte unter neuem Namen weitergeschrieben. Die bisherige Krobert GmbH in der Franz-Josef-Straße wurde von neuen Eigentümern erworben. Bei einer Pressekonferenz gab es nun einen Einblick in das breite Spektrum des Unternehmens. Ja, KGT Gebäudetechnik ist ein Unternehmen, die die gesamte Haustechnik abdeckt. Das heißt, wenn ein Gebäude gut funktionieren soll, dann braucht man eine vernünftige Haustechnik, Anköpfe, Heizung, Klima, Sanitär, Lüftung bis zum Brandschutz. Ja, und wir sind in der Lage, das zu bauen und eine effiziente, optimierte Anlage zu bauen. Etwa 180 Mitarbeiter sind bei KGT beschäftigt, die meisten am Standort in Feldbach. Daneben ist man international bestens aufgestellt. Stolz ist man auch auf die ganz besondere Unternehmenskultur. Na, wir haben die Firmenkultur von unserem Gründer, vom Herrn Ferdinand Grobert, geerbt. Und es war ein großes Bestreben von uns, diese Firmenkultur weiter zu verfolgen. Ja. Für uns ist wichtig, die Kontinuität, die geringe Fluktuation, die wir haben, das wirkt sich auf die Sicherheit vom Kunden aus. Der Kunde profitiert, der kriegt nach 5 Jahren noch immer den gleichen Monteur, wenn er sich den wünscht. Und davon profitieren wir schlussendlich auch wirtschaftlich. Und darum sind wir sehr bestrebt, ein angenehmes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter zu sorgen. Die bisherigen Geschäftsführer Josef Dietl und Franz Reisenhofer sind neben Wolfgang Tafel die neuen Eigentümer. Ganz besonders setzt man auch auf die Ausbildung von Lehrlingen. Wir machen jetzt am 17. April das erste Mal einen Schnuppertag, wo Schulen mit interessierten Schülern zu uns kommen und dürfen dort probieren an diversen Rohrmaterialien, an Kupferrohren und so weiter, dürfen sie ihr handwerkliches Geschick testen und können sich dann bewerben. Und wir freuen uns auf viele junge Menschen, die zu uns kommen wollen. Ganz eindeutig ist auch das Bekenntnis zum Standort in der Stadt Feldbach und zur Region. Es bedeutet für uns, hier ein innovatives Unternehmen zu haben, das international tätig ist, das Hochtechnologie, das international nachgefragt wird, hier bieten kann und natürlich mit 180 Mitarbeitern sozusagen ein Kernunternehmen der Stadt Feldbach ist. Ja, der Standort ist nur noch für uns wesentlich, weil unsere Kollegen und Mitarbeiter kommen ja aus dieser Region, was ich in der Entfernung, was ich sage, vor 20, 30 Kilometer. Das sind alles langjährige Mitarbeiter von uns mit viel Erfahrung. Und da gibt die Region auch etwas her, dass man sagt, okay, man kann dies auch befüllen für die Zukunft auch. Und da sind wir auch sehr zuversichtlich. KGT Gebäudetechnik setzt auf Teamgeist und Know-how und ist damit äußerst erfolgreich unterwegs.